Guten Abend, ich grüße Sie und das unter anderem. Helfen private Kitas in der Betreuungskrise? Kohle aus Biomüll, wie bitte soll das gehen? Und Deckel hoch, Vanessa Linde lässt es heute ordentlich rauchen. Der Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige wird vom Land finanziell massiv gefördert, weil zum Beispiel hier in den Bergischen Städten immer noch hunderte Plätze fehlen. Nur neue große Kindergärten können kurzfristig kaum realisiert werden. Und deshalb setzen die Städte immer mehr auf private kleine Pflegeeinrichtungen. Wir haben einen Wuppertaler besucht, der heute seinen Betrieb eröffnet hat. Und wir waren in einer etwas größeren Tagespflege in Remscheid. Es ist Sing- und Vorlesezeit bei Rita Ballmann. In Remscheid betreibt sie diese sogenannte Tagesgroßpflege. Groß heißt, hier ist Platz für bis zu 9 Kinder. Heute sind allerdings 5 krank und ihr Sohn als Betreuer auch. Die Räume hat sie Nesthäkchen genannt. Ein umgebautes Ladenlokal dient als private Kinderkrippe. Andere Tagesmütter machen das bei sich zu Hause. Ich habe früher bei der evangelischen Kirche im Kindergarten gearbeitet, viele Jahre. Und das käme für mich zu Hause einfach nicht in Frage, habe ich immer so gesagt. Also zu Hause möchte ich das nicht haben, weil gehst du da nicht dran, du darfst da nicht dran. Und die Kinder, die haben sich in einer Gruppe, die können Spielverhalten entwickeln, Freundschaften schließen. Und das ist ein schöneres Arbeiten für mich und für die Kinder auch. In der Küche bereitet Rita Ballmann das Mittagessen vor. Die 9 Kinder zwischen 0 und 3 Jahren halten die beiden Betreuer und die 2 Praktikanten gut auf Trab. Ich bin um 6:30 morgens hier und fange dann schon an vorzubereiten. Um 7 Uhr haben wir auf, bis 16 Uhr nachmittags. So. Eine andere Tagespflege in Wuppertal-Elberfeld. Hier hat Thomas Jansen heute Eröffnung gefeiert. Alles ist eine Nummer kleiner. Der 43-Jährige ist alleine. Im Hintergrund hilft ihm seine Frau. Als freiberuflicher Tagesvater hat er diese Wohnung angemietet und er hofft, hier bald bis zu 5 Kinder betreuen zu können. In meiner Privatwohnung konnte ich das nicht durchsetzen. Jetzt habe ich die Möglichkeit und hoffe jetzt, dass die Eltern jetzt auch kommen. Dass es bald voller wird, dafür spricht schon die Statistik. Die Stadt Wuppertal geht davon aus, dass insgesamt knapp 1000 Plätze für unter Dreijährige fehlen. Die sollen in Zukunft alle durch so kleine Einrichtungen wie die von Thomas Jansen abgedeckt werden. Bedeutet privater Kindergarten auch mit Familienanschluss. Und im Kopf ist alles durchdacht. Und wie es dann in der Wirklichkeit wird, das müssen wir sehen. Da werde ich in der Aufgabe mit reinwachsen müssen. In der Großpflege in Remscheid hat sich schon alles eingespielt. 9 Kinder, das ist das gesetzliche Maximum. Dabei ist die Nachfrage viel größer. Wir haben ja jetzt schon 4 oder 5 auf der Warteliste für nächstes Jahr. Ne? Und so viele gehen gar nicht. Und auch hier in Remscheid sollen in den nächsten Jahren noch weitere solcher privaten Tagesplätze geschaffen werden. Wenn Sie einen Garten haben, seien Sie froh, wenn es Ihnen nicht so ergeht wie Gerda und Edmund Piel in Hilden. Die kriegen öfters mal ungebetenen Besuch, der sich dann im Garten breit macht und mal eben den Rasen umpflügt. Sie kommen nicht alleine und sie kommen fast jede Nacht. Und die beiden Senioren, die wissen einfach nicht mehr, was sie machen sollen. Sie kommen zu jeder Tag- und Nachtzeit auf der Suche nach Nahrung. Die Fotos der Spezialkamera zeigen, solange sie sich unbeobachtet fühlen, trauen sich die Wildschweine in Hilden wieder in die Wohngebiete. Auch in den Garten von Gerda und Edmund Piel. Fassungslos schauen sich die beiden an, was die Wildschweine hier angerichtet haben. Der Frust ist riesengroß. Unbeschreiblich. Also jedes Jahr dasselbe. Die wühlen unseren Garten um. Wenn sie die Bilder sehen, können sie es nicht.